Grüß euch, meine Lieben, ich habe wieder ein neues Rezept für euch. Und zwar zeige ich euch, wie ich heute diese Käsepizza gemacht habe. Und das wirklich ganz, ganz einfach und sie schmeckt aber dafür herrlich. Unseren Teig brauchen wir einmal 350 Milliliter lauwarmes Wasser. Und darin lösen wir jetzt 10 Gramm frischen Germ auf. Ihr könnt auch Trockengern bzw. Hefe nehmen, dann nehmt ihr bitte eine halbe Packung. Und da gebe ich jetzt noch einen halben Teelöffel Zucker dazu. Und das lösen wir jetzt auf. Dann habe ich hier 600 Gramm Mehl. Dazu gebe ich 12 Gramm Salz. Das ist bitte wichtig, nicht weniger dazu geben. Und dann gebe ich einfach unsere Flüssigkeit dazu. Und dann kneten wir einfach einen schön geschmeidigen Teig daraus. Ihr könnt es natürlich auch mit den Händen kneten, wenn ihr wollt. Dauert halt ein bisschen länger. Aber ganz wichtig ist, dass er wirklich gut geknetet ist und dass er eine schöne glatte Oberfläche hat. Den Teig geben wir dann einfach in eine leicht bemehlte Schüssel. Bemehlen ihn dann noch leicht von oben. Decken ihn gut ab. Und lassen ihn dann eine halbe Stunde, also 30 Minuten lang stehen. Er muss nicht wirklich aufgehen, er hat doch nicht viel Hefe drinnen. Wir wollen ihn nämlich wirklich mehr rasten lassen, bis wir dann wieder mit ihm arbeiten. Gut, wenn euer Teig dann schön gestanden ist. Bei mir war jetzt doch etwas länger als 30 Minuten, aber eigentlich auch nur deswegen, weil ich nicht vorher dazu gekommen bin. Also 30 Minuten reicht wirklich. Es geht nur darum, dass er sich entspannt und wir leichter mit ihm arbeiten können. Dann bemehlen wir uns unsere Fläche. Stürzen unseren Teig raus. Na? Heute will er mal nicht, dann helfe ich ihm ein bisschen. Bitte den Teig nicht kneten. Wir stürzen ihn einfach nur so raus. Wäre halt leichter gewesen, wenn ich ihn ein bisschen kürzer gelassen hätte. Dann werde ich den einfach nur vierteln. Ihr könnt das bitte aber auch abwiegen, falls ihr wollt. Aber ich sehe jetzt da keine Notwendigkeit. So, einfach nur ein bisschen trennen. Bitte nicht durchkneten oder sonst irgendwas. Ich drücke das nur ein bisschen auseinander und gebe das da auf eine bemehlte Arbeitsfläche. Als nächstes werden wir dann unsere Margarine in den Teig einarbeiten. Genauso wie bei den Fladen, die ich jetzt vor kurzem raufgepostet habe. Und da habe ich dann mindestens mit 50 meiner Zuschauer dann geschrieben und beziehungsweise so Kontakt gehabt, wegen dem, wo sie es denn kriegen. Ich habe zwar probiert, das wirklich so gut wie möglich zu erklären, aber es gibt leider Unterschiede zwischen den Ländern und dem Markt. Was ich euch probiert habe zu erklären und jetzt noch einmal probiere, ist, dass es mit einer normalen, mit so einer Margarine, die man streichen kann, ich mache bitte keine Werbung, es ist ganz egal, was für eine es ist, nur ich habe halt die jetzt zu Hause als zum Demonstrieren, dass es nicht das ist. Mit der Technik, die ich euch hier zeige, geht es mit dem leider schwer zum Umsetzen und ich möchte erreichen, dass ihr einfach ein ähnliches Ergebnis, beziehungsweise hoffentlich ein besseres Ergebnis als ich habe, dass es euch einfach geht. Und das probiere ich zu bezwecken. Deswegen sage ich, mit dem geht es leider nicht. Und mit normaler Teebutter leider auch nicht, obwohl die am besten schmeckt. Es geht bei dieser Technik leider nicht zum Umsetzen. Was wir jetzt brauchen, das hat auch viele irritiert. Die Marke ist ganz egal. Das war nur zufällig das, was ich gehabt habe. Sicher wird es das nicht in Deutschland und in der Schweiz geben oder wo auch immer ihr seid. Es geht nur darum, wir wollen ein festes Pflanzenfett. Darum geht es. Und die sind meistens in solchen Würfeln verpackt. Oder sie haben halt die Form wie die Butter. Also irgendwie, denke ich mir, wird es wohl zu schaffen sein, hoffe ich, dass ihr das kriegt. Die Marke ist ganz, ganz egal. Also was ich auf Google gesehen habe, ich weiß nicht, wie die heißen, das habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt, aber da waren auf jeden Fall entweder solche Würfel oder die waren halt wirklich so in Butterform, so viereckig. Und es war einfach ein reines, so ein Pflanzenfett, so ein Backfett irgendwie. Also bitte, und ich wäre sehr, sehr froh, wenn das wer findet und gefunden hat. Und dann wäre es ganz, ganz, ganz nett von euch, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, entweder auf Facebook oder unter YouTube-Video, damit es die anderen halt auch sehen. So, ich hoffe, ich war verständlich. Was wir jetzt brauchen, ich brauche für jedes der Teile ca. 60 Gramm. Bei diesem Würfel habe ich jetzt 250, das heißt, ich werde das einfach nur vierteln. Kommt fast aufs Gleiche
Und ihr könnt es aber natürlich auch abwiegen, wenn ihr wollt. Aber das muss jetzt nicht so genau sein. Das heißt einmal durch. So. Noch einmal. Und da auch. Dann gehen wir uns das jetzt kurz zur Seite. Nehmt euch einen dieser Teigflecke. Wenn ihr merkt, er ist jetzt irgendwie ein bisschen zu fest oder nicht leicht zum Ausziehen, seht ihr, bei mir geht das ganz, ganz super, dann deckt das ein bisschen zu und lasst das noch ein bisschen stehen. Dann drücken wir das einfach nur ein bisschen an. Dann nehmt euch eines von diesen Teilen. Ich drücke das gleich ein bisschen mit den Händen an. Das ist halt das Praktische an dem, an der Konsistenz. Gebe es auf den unteren Teil, drücke es da auch noch gut an, dass sich circa die Hälfte des Teiges abdecken kann. Dann decken wir das einmal zu, drücken es gut an. Da haben wir mal eines. Und jetzt werde ich gleich die anderen auch befüllen und dann zeige ich euch, wie ich das wieder zusammenklappe. Nun fangen wir das dann an zu falten. Und das ist jetzt wieder die gleiche Technik wie bei diesen blättrigen Fladen, die ich vor kurzem gepostet habe. Jetzt ist es ganz egal, wie ihr das zusammenfaltet. Es geht einfach nur darum, dass wir Schichten machen und das machen wir einfach so lange, wie der Teig es zulässt. Wir schauen einfach nur, dass der Teig uns da nicht reißt. Das heißt, ob ihr das jetzt so macht und so oder wie auch immer ist, ganz egal. Also einmal draufklappen, einfach nur, dass es kleiner ist, bisschen andrücken. Und jetzt, es ist egal, bitte, ob es jetzt im Uhrzeigersinn ist, beziehungsweise nicht. Es ist ganz wurscht. Ihr nehmt einfach nur die Ecken. So, ich fahre nur ein bisschen dazu mit der Kamera. Nehmt einfach jede Ecke, drückt sie hinein. Dann weiter. Und dann wieder. Dann wieder. Da werdet ihr sehen, der Teig ist immer kompakter und lässt sich nicht mehr so gut ziehen. Und wenn ihr an dem Punkt angekommen seid, dann ist das dann auch schon genug. So, damit euch der Teig nicht reißt. Da drücken wir es noch ein bisschen an. So sieht das circa auf der unteren Seite an. Auf der oberen sieht das so aus. Dann formen wir das noch ein bisschen rund. Und der erste wäre schon fertig. Den geben wir jetzt einfach nur auf eine bemehlte Fläche. So, und dann machen wir das gleich mit den anderen auch. Ich mache das jetzt noch einmal, dass ihr wohl gut dazu seht. Einfach einmal drüber andrücken, dann die ganzen Ecken hinein, so gut es geht und der Teig es zulässt, damit er nicht reißt. So. Gut. Und das war's auch. Dann bemehlen wir sie ein bisschen. Decken sie dann schön zu, dass sie uns nicht austrocknen. Und lassen sie jetzt bitte 15 Minuten stehen. Das ist ganz wichtig, dass der Teig schön geschmeidig wird und wir ihn ausrollen können. Und jetzt wäre zum Beispiel der beste Zeitpunkt, um euren Backofen einzuschalten. Bitte auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Dann nehmen wir uns eins von unseren Teigfleckern, Stückeln, was auch immer. Und werden das jetzt einfach mit wenig Druck schön gleichmäßig ausrollen. Die Größe ist eigentlich leicht wurscht. Ich mache das jetzt circa so groß wie meine Form. Messe das dann einfach so ab, Daumen mal Bi, dass das circa passt. Ihr müsst aber bitte keine runde Form nehmen. Ihr könnt das auch in einen ganz normalen Backblech reingeben oder jede Form machen, die auch immer ihr wollt. Jetzt gebe ich mir das dann einfach nur da hinein. So. Dass es circa so aussieht. Meine Lieben, jetzt könnt ihr entweder da noch eine Schicht drauf geben, dann habt ihr dann insgesamt dann später zwei Bitters, aber ich mache heute alle vier Schichten, aber ihr macht das bitte wie ihr wollt. So könnt ihr halt zwei mit zwei verschiedenen Füllungen machen, wirklich ganz, ganz euch überlassen. Ich mache es ganz einfach nur mit so einem Weichkäse. Das ist einfach so, das habe ich im türkischen Geschäft gekauft. Ihr könnt auch Feta-Käse nehmen oder jeden anderen Käse, den ihr halt wollt. Ich finde den halt wirklich super dafür. Es ist auch unterschiedlich, wie viel ihr jetzt eure Bitter befüllen wollt. Bei mir ist es auch immer unterschiedlich. Aber meistens so halt immer so zwischen
200 und 300 Gramm. Aber wie gesagt, ihr entscheidet selber, welche Füllung ihr macht. Nur wichtig ist es, eine Kartoffelfüllung vielleicht oder Fleischfüllung oder was auch immer. Nur wichtig ist es vielleicht, dass die Füllung selber nicht so fettig ist, weil wir schon so viel Margarine in unserem Teig gearbeitet haben. Und dann kommt dann gleich auch schon die zweite Schicht drauf. Und bitte nehmt einfach so viel, wie ihr wollt. Ihr müsst euch bitte nicht nach mir richten und nach den Mengen. Ihr richtet euch bitte nach eurem Geschmack. Einfach noch so hineingeben, wie es leicht geht. Dann kommt wieder schön Käse drauf und dann kommt schon die dritte Teigschicht drauf und dann kommt wieder ein bisschen Füllung drauf und dann die letzte. Und zum Schluss kommt dann auch schon die letzte Schicht drauf. Passt das einfach an, wie es passt. Das macht doch nichts, wenn es ein bisschen größer ist, weil das zieht sich dann eh auch ein bisschen zusammen. Drückt das einfach ein bisschen an, einfach nur so, dass es halbwegs drauf ist. Und dann bestreichen wir es noch mit, ich habe hier ein Eingelb mit einem Esslöffel Wasser. Ihr könnt das bitte aber auch mit dem ganzen Ei bestreichen oder mit etwas Milch. Gut, und jetzt geht sie ins in den Backofen, wie schon vorher gesagt, bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Solltet ihr vielleicht merken, die wird gleich einmal schnell braun, dann schaltet vielleicht auf 180 runter, müsst ihr halt selber eurem Ofen anpassen. So, meine Lieben, so sieht jetzt meine Pita fertig aus. Die war bei mir knapp circa 40 Minuten drinnen, also ein bisschen weniger war es. Ihr beobachtet das einfach. Bei eurem Ofen riecht natürlich herrlich, besonders der geschmolzene Käse. Lasst es nur ein bisschen abkühlen, weil es ziemlich heiß ist und dann könnt ihr es auch schon genießen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Kommentar da, vielleicht auch ein Gefällt mir. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Rezept findet, beziehungsweise nachdem ihr es halt nachgebacken habt. Ich freue mich auch immer sehr über Fotos, die könnt ihr mir dann auf Facebook posten. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!